Es gibt ein Ziel, das Gott ihnen gegeben hat. Es gibt einen Traum, den Gott in ihr Herz gelegt hat. Aber dieser Traum hat einen Preis. Es gibt eine Person, die sie werden sollen. Es gibt ein Leben, zu dem sie berufen sind. Viele von ihnen wissen im Herzen, dass sie vielleicht noch nicht so weit sind, aber sie wollen es sein. Sie haben den Traum im Herzen. Als erstes möchte ich jedem die Möglichkeit geben, Jesus nachzufolgen. Das ist das Wichtigste, was ich in jeder Predigt sage. Wenn Sie alles andere hören, was ich sage, aber nicht das, dann habe ich es vermasselt. Wir alle müssen Frieden mit Gott haben. Wir alle müssen mit ihm versöhnt werden, weil wir gesündigt haben, weil wir es vermasselt haben, weil wir auf Abwege geraten sind. Manche von uns sind rückfällig geworden. Nun, man hat im Leben nur eine begrenzte Anzahl an Gelegenheiten, Jesus Christus in sein Herz aufzunehmen. Jesus hat gesagt, wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Wer sich aber vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Und ich möchte Sie heute ermutigen, Frieden mit Gott zu haben. Jesus Christus hat sein Leben am Kreuz gelassen, damit uns unsere Sünden vergeben werden können, damit wir von unseren Krankheiten geheilt werden, erneuert im Leben, in der Kultur und in der Familie, damit der Himmel schon jetzt auf der Erde ist. Alles, worum er Sie bittet, ist, im Glauben zu antworten und zu sagen, vergib mir, Herr, komm in mein Leben, gib mir den Heiligen Geist, vergib mir und erneuere mich. Tun Sie das heute. Sie haben nur eine begrenzte Anzahl von Gelegenheiten, Jesus Christus anzunehmen. Tun Sie das heute. Und wenn Sie sich heute dafür entscheiden, melden Sie sich bitte bei Hour of Power. Wir möchten für Sie beten und Sie unterstützen, im Glauben zu wachsen. Werfen Sie Ihr Morgen nicht weg. Das ist etwas, was mein Großvater oft gelehrt hat. Darüber wollen wir heute sprechen. Ein fantastisches Morgen nicht für ein durchschnittliches Heute wegzuwerfen. Das tun die meisten Menschen heute. Die meisten Menschen haben ein fantastisches Morgen vor sich. Sie haben einen großartigen Traum, eine großartige Berufung, ein tolles Buch, ein großartiges Geschäft, einen wunderbaren Dienst, eine schöne Familie, ein großartiges Leben vor sich, aber sie werfen es weg für ein durchschnittliches Heute. Werfen Sie Ihr wunderbares Morgen nicht für ein durchschnittliches Heute weg. Sie sind dazu berufen, zumindest über dem Durchschnitt zu sein. Daran haben wir alle als Kinder geglaubt, bis es jemand oder etwas aus uns herausgeprügelt hat oder jemand uns beschämt hat oder wir zurückgefallen sind oder versagt haben oder nicht wieder aufgestanden sind, als wir es hätten tun sollen. Als Kinder haben wir geglaubt, dass wir dazu berufen sind, ein überdurchschnittliches Leben zu führen, und wir hatten recht. Wir haben geglaubt, dass wir dazu berufen sind, einen überdurchschnittlichen Einfluss zu haben, ein überdurchschnittliches Ergebnis, Freude, überdurchschnittlich gesund und gut zu sein. Das alles sind Dinge, die uns in diesem Leben zur Verfügung stehen und die wir für das Heute wegwerfen, anstatt für ein wunderbares Morgen zu leben. Tun Sie das nicht. Werfen Sie Ihr wunderbares Morgen nicht für ein durchschnittliches Heute weg. Das bringt uns zu unserem heutigen Abschnitt aus der Textlesung, die Hannah heute gelesen hat, einer meiner absoluten Lieblingsverse. Es steht im ersten Buch Mose, Kapitel 25, ab Vers 24. Dort heißt es, als die Stunde der Geburt kam, gemeint ist für Rebekka, Sie kennen ja Abraham, Isaak und Jakob, hier ist Rebekka gemeint, Rebekka brachte Zwillinge zur Welt. Der erste war am ganzen Körper mit rötlichen Haaren bedeckt, wie ein Tierfell. Können Sie sich ein Baby vorstellen, das so aussieht? Ich hätte meine Kamera gezückt. Darum nannten ihn seine Eltern Esau. Dann kam sein Bruder, er hielt bei der Geburt Esau an der Ferse fest und so nannten sie ihn Jakob. Dieser Name Jakob bedeutet übrigens wörtlich Fersenhalter. Aber im Hebräischen ist das eine Redewendung für einen Lügner, einen Betrüger, einen Täuscher. Das ist Jakob. Zuerst kam also der rote Mann und dann der Betrüger, einer nach dem anderen. Technisch gesehen ist Esau der Ältere, obwohl er nur wenige Minuten früher geboren wurde, und er hat das Erstgeburtsrecht bekommen. Das heißt, den Löwenanteil am gesamten Vermögen der Familie, an der ganzen Verantwortung, das Oberhaupt des Stammes und der Familie zu sein, Entscheidungen zu treffen und Richter zu sein. Das ist eine große Verantwortung. Isaak war 60 Jahre alt, als die beiden geboren wurden. Die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein erfahrener Jäger, der gerne im Freien umherstreifte. Denken Sie an einen Macho, aber vielleicht nicht so schlau, vielleicht arrogant. Denken Sie an Gaston aus Die Schöne und das Biest. Jakob dagegen war ein ruhiger Mann, der lieber bei den Zelten blieb. Ich denke dabei an einen Gamer.
vielleicht ein Student, vielleicht ein Typ, der viel drin ist, ein bisschen blass oder so in der Art. Isaak mochte Esau mehr als Jakob, weil er gern sein gebratenes Wild aß. Jakob war Rebekkas Lieblingssohn. So hatte jeder seinen Favoriten. Eines Tages, als Jakob gerade ein Linsengericht gekocht hatte, kam Esau erschöpft von der Jagd nach Hause. »Lass mich schnell etwas von der roten Mahlzeit da essen, ich bin ganz erschöpft«, rief er. Darum bekam er auch den Beinamen Edom. »Nur wenn du mir dafür das Vorrecht überlässt, das dir als dem ältesten Sohn zusteht«, forderte Jakob. Wenn man diese Geschichte in der Antike erzählte, hätte sich an dieser Stelle jeder kaputt gelacht. »Verkauf mir dein Erstgeburtsrecht. Mach mal halblang.« Das Erstgeburtsrecht bedeutete den Löwenanteil des Erbes, wie ich schon sagte, die ganze Autorität. Eigentlich hätte es Abraham, Isaak und Esau heißen sollen, aber so war es nicht. An diesem Tag änderte sich das. »Was nützt mir mein Vorrecht als ältester Sohn, wenn ich am Verhungern bin?«, rief Esau. An diesem Punkt hätte das Publikum aufgeschreckt. Wird er das tun? Er will sein Erstgeburtsrecht verkaufen? Das ist etwas, was wir in der modernen Welt mit all unserem Luxus, all unserer Sicherheit und all unseren Lebensmitteln nicht mehr kennen. Wenn sie in der Bronzezeit gelebt hätten, hätten sie etwas gewusst, das die meisten Überlebenden heute noch kennen. Es ist die Viererregel. Man kann 4 Minuten ohne Luft auskommen, 4 Tage ohne Wasser und ungefähr 40 Tage ohne Nahrung. Esau ist auf keinen Fall 40 Tage lang weg gewesen. Als Mann, der auf dem Land lebt, vielleicht einen Tag, vielleicht 3 Tage, vielleicht 4, aber auf keinen Fall 40. Wissen Sie, wie lange es dauert, von dort, wo Sie sind, bis nach Ägypten zu laufen? 3 Tage. Es ist unmöglich, dass er 40 Tage unterwegs war und kurz vor dem Tod stand. Jeder, der das damals in der Bronzezeit gelesen hätte, hätte das verstanden und gesagt, dass er einfach nur großen Hunger hatte. Er ist ein Mann, der nicht wirklich stirbt. Ein Mann, der nur seinem Hungergefühl nachgibt und er sagt, was nützt mir mein Erstgeburtsrecht? Schwöre erst, sagt Jakob. Esau schwor und verlor damit sein Erbe an Jakob. Und jetzt kommt der berühmte Satz. Jakob gab ihm das Brot und die Linsensuppe, Esau schlang es hinunter, trank noch etwas und ging wieder weg. So gleichgültig war ihm sein Erstgeburtsrecht. So steht es in der Bibel. Esau verschmähte sein Erstgeburtsrecht. Jeder weiß, dass er nicht im Sterben lag. Er hatte nur sehr großen Hunger. Wir alle waren schon einmal sehr hungrig, aber er war nicht am Verhungern. Er war einfach nur sehr, sehr hungrig. Das hier bedeutet das wirklich. Wenn es heißt, dass er sein Erstgeburtsrecht verschmäht hat, bedeutet das, dass er seine Zukunft verschmäht hat. Er verschmähte seinen Segen, sein Versprechen. Er verschmähte seine Vision. Er verschmähte alles, was er hätte sein können. Und zwar nicht nur für ihn, sondern auch für seine Kinder. Und nicht nur für seine Kinder, sondern auch seine Enkel. Er verschmähte das alles, weil er Hunger hatte und einen Teller Suppe wollte. Und so lächerlich das auch klingen mag, das ist etwas, was wir alle die ganze Zeit tun. Sie haben ein Erstgeburtsrecht. Das haben Sie. Es gibt ein Ziel, das Gott ihnen gegeben hat. Es gibt einen Traum, den Gott in ihr Herz gelegt hat. Aber dieser Traum hat einen Preis. Es gibt eine Person, die sie werden sollen. Es gibt ein Leben, zu dem sie berufen sind. Viele von ihnen wissen im Herzen, dass sie vielleicht noch nicht so weit sind, aber sie wollen es sein. Sie haben den Traum im Herzen. Folgendes habe ich von David Goggins aufgeschnappt, und das war für mich ein Albtraum. Stellen Sie sich vor, dass ich dieses Leben lebe und dass es mir gut geht. Ich tue das Richtige, ich gehe in die Kirche, ich bin ein guter Bürger, bin anständig, ich befolge die Regeln, ich komme in den Himmel und Gott sagt, das hier ist das Leben, das du hättest leben können. Aber das hier ist das Leben, das du tatsächlich gelebt hast. Was ist, wenn ich ein durchschnittliches Leben führe und in den Himmel komme und Gott sagt, okay, du hattest ein durchschnittliches Leben, es war in Ordnung, du kommst in den Himmel. Willkommen im Himmel. Aber übrigens, bevor du durch das Himmelstor gehst, hier ist das Leben, das du hättest leben können. Hier ist, wer du hättest sein können. Hier ist, was du hättest erreichen können. Hier ist, wen du hättest sehen können, die Orte, an denen du hättest sein können, die Dinge, die du hättest erreichen können, der Unterschied, den du in der Geschichte hättest machen können. Nicht nur für 10 Jahre, sondern für hunderte von Jahren, lange nachdem du weg bist. Ich will das nicht hören, Sie etwa? Wird Gott das so tun? Das glaube ich nicht. Aber er wird es wissen. Und ich denke, wenn ich ihn frage, wird er es mir sagen. Aber die meisten von uns haben zu viel Angst, ihn zu fragen. Wir werden es in unserem Herzen schon wissen. Sie werden es im Herzen schon wissen. Geben Sie Gas.
Machen Sie ernst. Nehmen Sie das Leben in Anspruch, zu dem Sie berufen wurden. Nehmen Sie es ernst. Es geht um Leben und Tod. Ihnen wurde das Leben gegeben. Leben Sie es. Ergreifen Sie es. Werden Sie es. Paulus sagt uns, dass wir uns nicht dem Maßstab dieser Welt anpassen sollen. Was ist der Maßstab dieser Welt? Der Durchschnitt. Was ist der Maßstab dieser Welt? Es ist Faulheit. Was ist der Maßstab dieser Welt? Der Mangel an Glauben. Was ist der Maßstab dieser Welt? Rache und Engstirnigkeit. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern. Aber wie? Durch die Erneuerung eures Denkens. Ihr Leben ändert sich, wenn Sie einen neuen Geist bekommen. Ihr Leben ändert sich, wenn Sie anders denken. Ihr Leben ändert sich, wenn Sie verstehen, dass Sie wählen können, wie Sie denken. Ihr Leben ändert sich, wenn Sie sich entscheiden, Ihren Geist zu trainieren. Wenn Sie sich jeden Tag ein bisschen anstrengen. Ich meine das nicht gesetzlich. Sie sollen sich nicht selbst fertig machen. Ich sage das, weil ich Sie liebe. Das Leben, das Sie wollen, kommt, wenn Sie ein größerer Mensch werden. Sie wollen ein größeres Leben, werden Sie ein größerer Mensch. Sie können das. Sie können das. Hier ist etwas, das wir heute alle sagen und verstehen sollten. Was immer ich will, ich muss mehr werden, um es zu bekommen. Das ist die Botschaft heute. Was immer ich will, was immer ich brauche, ich muss mehr werden, um es zu bekommen. Und so wird man mehr. Man lebt ein Leben mit Gott. Sie geben ihr Leben an ihn und sein Wort hin. Wir alle werden heute von Politikern, vom Markt, von allen und allem verkauft und beschuldigt, beschuldigt, beschuldigt. Wir zahlen Geld, um uns gut zu fühlen, weil unser Leben durchschnittlich ist, obwohl wir in unserem Herzen wissen, dass wir zu mehr berufen sind. Wir wollen unsere toxischen Verwandten beschuldigen. Lassen Sie das sein. Schieben Sie die Schuld nicht auf das System. Beschuldigen Sie nicht Ihren Acker oder Ihre Saat, Ihre Kinder oder Ihre Eltern. Schauen Sie in den Spiegel. Es gibt nur eine Sache, die Sie kontrollieren können, und das sind Sie selbst. Sie sagen, ich kann mich nicht kontrollieren. Nun, es gibt Dinge, die Sie tun können, liebe Freunde. Viele von uns verstehen nicht, was die Zeit, die wir verschwenden, uns kostet. Sie haben mich das schon oft sagen hören, aber vielleicht frage ich Sie oder auch mich selbst, wie viel kostet Ihr iPhone? Er sagt, nun, ich habe das Neueste und das Beste, es brandneu, es hat $1,600 gekostet. Ich sage, das klingt zwar teuer, aber es kostet dich noch viel mehr als diese $1,600. Wenn du 2 oder 3 Stunden am Tag auf Instagram oder YouTube oder was auch immer bist, dann ist das in Ordnung. Aber wenn du das den ganzen Tag in deiner Freizeit machst, dann kostet dich das Telefon etwas. Es kostet dich deine fantastische Zukunft. Es kostet dich $1,600 plus die verschwendeten Stunden, plus die verschwendete Aufmerksamkeit, plus die Zeit, die du den Menschen, die dich brauchen, nicht geschenkt hast. Es kostet sie etwas. Es hat sie einen Roman gekostet, den sie eigentlich schreiben sollten. Es hat sie den Traum gekostet, den Gott ihnen gegeben hat. Es hat sie den Spaziergang gekostet, den sie nicht gemacht haben. Das Fitnessstudio, in das sie nicht gegangen sind. Den Anruf, den sie nicht gemacht oder bekommen haben. Die Familie, die sie vernachlässigt haben. Das ist der hohe Preis für das Vergessen, das Vorspulen, das Überspringen im Leben. Tun Sie das nicht, liebe Freunde. Es gibt so viel, was Ihnen heute möglich ist, wenn Sie den Traum, den Gott für Sie hat, in die Hand nehmen und aufhören, sich auszuchecken. Checken Sie ein. Machen Sie ernst mit Ihrem Leben. Es gibt einen Schlüssel zu dem Leben, das Sie sich wünschen. Es ist die persönliche Veränderung. Es ist die persönliche Veränderung. Ich weiß, dass jeder von uns ein bestimmtes Kartenblatt bekommen hat. Jeder von uns hat eine Hand Karten bekommen, oder? Einige von uns haben ein besseres Blatt bekommen als andere. Wir verstehen das. Einige von uns kamen aus besseren Familien. Einige von uns hatten nicht dieselben Belastungen. Andere von uns wurden gesünder geboren als andere. Oder sie hatten andere Vorteile. Das ist absolut wahr, aber den meisten Menschen in diesem Raum wurde eines der besten Kartenblätter aller Zeiten gegeben. Wissen Sie, was das ist? In Amerika geboren zu sein. Ich sage es einfach ganz offen. Ich meine, es wird vielleicht nicht für immer so sein, aber niemand kommt einfach in Ihr Haus und hält Ihnen eine Pistole an den Kopf und sagt, Sie sollen nicht in der Bibel lesen. Niemand!
Es wird natürlich viel über das oberste 1% der Einkommen gesprochen. Aber das ist nur 1% in Amerika. Das ist 1% in Amerika. Wissen Sie, was das 1% des Einkommens global ist? Wenn man 1% nimmt, wenn man die ganze Welt nimmt, alle Menschen auf der Welt, dann sind wir uns doch alle einig, dass die Afghanen für Gott genauso wichtig sind wie die Amerikaner, oder? Somalier sind für Gott genauso wichtig wie Amerikaner. Für Gott sind alle wichtig. Gott liebt jeden, daran glauben wir doch alle. Heben Sie einfach die Hand, wenn Sie glauben, dass für Gott jeder wichtig ist. Okay, das glaube ich auch. Jetzt sagen wir es. Das oberste 1% des Einkommens in der Welt beträgt $32.000 im Jahr. Das sind $15 pro Stunde. Oder wie wir in Kalifornien sagen, der Mindestlohn. Vielleicht sagen Sie, ich gehöre ja nicht zu den obersten 1%. Die Antwort lautet, wenn Sie in Kalifornien leben, gehören Sie wahrscheinlich doch dazu. Hören Sie, ich will Sie gar nicht verurteilen. Ich will damit nur sagen, dass wir das alle tun. Wir vergleichen uns nach oben. Wir vergleichen uns nicht nach unten. Wir vergleichen uns nach oben. Wir vergleichen uns nicht nach unten. Und das führt dazu, dass wir manchmal voller Bitterkeit sind, voller Neid, voller Schuldzuweisungen. Lassen Sie uns all diese Dinge loswerden. Die sind nicht von Gott. Folgendes wollen wir im Leben. Wir wollen einen neuen Traum, dass es keine Grenzen für das gibt, was wir in Gottes Reich erreichen können. Es geht nur um Training. Es geht um Training. Und darf ich Ihnen etwas sagen? Wenn Sie daran glauben, sich selbst zu trainieren, um die Art von Mensch zu werden, zu der Sie berufen sind, wird Ihr Leben besser werden. Und Sie werden einen großen Vorteil gegenüber allen anderen haben. Denn Training ist blöd. Solange bis es das nicht mehr ist. Jeder, der Sport gemacht hat, jeder, der einen Beruf gelernt hat, weiß, dass die Ausbildung blöd ist, solange bis man gut darin ist. Dann macht das Training irgendwie Spaß. Also muss man die ersten Monate überstehen. Sie müssen die ersten Schwierigkeiten in Ihrer Ehe, in Ihrem Beruf, in Ihrer Familie, in Ihrem Leben mit Gott überwinden. Sie müssen den Teil überstehen, der wehtut, der Sie dazu bringen will, nicht weiterzumachen. Es geht nur um Beständigkeit. Wenn Sie sich weiter trainieren, werden Sie das Leben erlangen, das Gott für Sie bestimmt hat, weil Sie ein größerer Mensch werden. Zwei Holzfäller sind im Wald, und es ist eine alte Geschichte. Sie hacken zusammen Holz, und zwar jeden Tag. Sie sind ungefähr gleich groß und gleich stark und verdienen gleich viel, und beide hacken Holz. Der eine nimmt seine Axt, legt sie über die Schulter und geht. Er verschwindet für eine Stunde, dann kommt er zurück. Am Ende des Tages hat derjenige, der eine Stunde Pause gemacht hat, 50% mehr Holz als der andere. Schließlich hat der andere die Nase so voll, dass er den Mann anspricht, der jeden Tag weggeht. Du machst jeden Tag eine Stunde Pause und trotzdem hast du am Ende des Tages die Hälfte mehr Holz als ich. Wie ist das möglich? Der erste sagt, nun, ich gehe jeden Tag für eine Stunde weg und schärfe meine Axt. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Es geht also nicht einfach nur darum, hart zu arbeiten. Es geht um Training. Es geht nicht darum, sich nur noch mehr anzustrengen. Es geht darum, sich jeden Tag mindestens eine Stunde Zeit zu nehmen, um den Geist zu trainieren, den Körper zu trainieren, das Leben zu trainieren, die Dinge zu lernen, die Bücher zu lesen, den Podcast zu hören, das zu tun, was nötig ist, um all das zu werden, wozu man berufen ist. Stellen Sie sich Ihr Leben wie einen Magneten vor. Ein Magneten, der Dinge anzieht, je nachdem, wer Sie werden wollen. Hier ist die falsche Frage, die Sie sich stellen sollten, wenn Sie Single sind und heiraten wollen. Wie kann ich verheiratet sein? Wie finde ich die Frau meiner Träume oder den Mann meiner Träume? Das ist die falsche Frage. Hier ist die richtige Frage. Wie werde ich zu der Art von Mensch, den jeder heiraten will? Das ist eine gute Frage. Damit werden Sie heiraten. Hier ist die falsche Frage. Wie bekomme ich meinen Traumjob? Wie bekomme ich den Traumjob, den ich schon immer haben wollte? Das ist die falsche Frage. Hier ist die richtige. Wie werde ich der Traummitarbeiter? Wie werde ich zu jemandem, bei dem mehrere Arbeitgeber mit mehreren Traumjobs an meine Tür klopfen? Wie werde ich zu dieser Person? Die Antwort lautet, schärfen Sie Ihre Axt. Wie bekomme ich eine Aufgabe, die die Welt verändert? Das ist die falsche Frage. Fragen Sie nicht, wie Sie eine weltverändernde Aufgabe bekommen. Das hier ist die richtige Frage. Wie werde ich ein Mensch, der die Welt verändert? Verstehen Sie? Darum geht es. Bei Jesus drehte sich alles um 12 Jünger. 12. Wenn ich 12 Leute dazu bringen kann, ihr Leben zu verändern, dann verändere ich die Welt. Wir alle lieben große Kirchen. Aber Gott kümmert sich viel mehr um große Christen als um große Kirchen.
Und das ist es, was Gott heute braucht, große Christen. Er braucht nur 12. Das ist alles, was er braucht, nur 12 große Christen. Das ist alles, was er braucht. Schärfen Sie Ihre Axt. Werden Sie wie die 12. Geben Sie alles, was Sie haben. Werfen Sie einen strengen Blick in den Spiegel. Beschuldigen Sie nicht mehr Ihre toxischen Verwandten. Geben Sie nicht dem Land die Schuld. Geben Sie nicht diesem oder jenem oder sonst irgendjemandem die Schuld. Schauen Sie in den Spiegel. Dort kann die Arbeit getan werden. Dort kann Veränderung stattfinden. Dort kann der Unterschied gemacht werden. Dort können Sie all das werden und haben und tun, wozu Sie berufen sind. Dort passiert das. Jesus sagt im Lukas-Evangelium, das Reich Gottes ist in euch. Es ist in Ihnen. Hier ist ein Ziel, das ich mir jeden Tag aufschreibe. Ich schreibe meine Ziele jeden Tag auf. Ich glaube, dass ich wie ein Kapitän wissen sollte, wohin mein Schiff fährt. Sie können jeden Kapitän fragen, welchen Hafen er ansteuert, und er wird Ihnen, ohne darüber nachzudenken, sagen, wohin er fährt. So sollten wir alle über unser Leben denken. Wir können unseren Zielhafen ändern. Wir können unsere Richtung ändern. Das sollten wir wissen. Darum schreibe ich mir das jeden Tag auf. Als erstes schreibe ich auf, ich möchte der beste Ehemann und Vater der Welt werden. Das ist das Erste, was ich mir aufschreibe. Beachten Sie den Schlüsselsatz. Ich will werden. Ich merke jeden Tag, dass ich noch nicht der beste Ehemann und Vater der Welt bin, aber ich bin auf dem Weg dahin. Ich habe einmal eine tolle Karte von meiner Tochter bekommen, auf der stand, der tollste Vater der Welt. Aber als ich neulich mit meiner Tochter spazieren war, sah ich einen anderen Mann, der einen Hut trug, auf dem das Gleiche stand. Ich hielt ihn an und sagte, es kann nur einen geben. Es kann nur einen geben. Wir schreiben, ich will der beste Ehemann der Welt werden, denn hier liegt die Verantwortung. Ich sage dann nämlich nicht, dass ich ein schlechter Ehemann bin, weil ich eine schlechte Frau habe. Ich sage nicht, dass ich ein schlechter Vater bin, weil ich schlechte Kinder habe, oder? Wir sagen diese Dinge nicht. Zuerst einmal sagen wir damit, was wir werden wollen, was wir sein wollen. Sie sagen sich, so bekomme ich eine großartige Ehe, ich werde ein großartiger Ehemann. So habe ich eine großartige Familie, ich werde ein großartiger Vater, morgen schon besser als heute. Schon kleine Veränderungen wirken sich auf alles andere aus. Je besser es Ihrer Familie geht, umso besser geht es in der Arbeit, in der Kirche und sogar Ihrem Land. Der Hauptgrund für die Probleme unseres Landes liegt darin, dass wir die einfache Tatsache vergessen haben, dass alles hier drinnen beginnt. Wenn sich das ändert, ändert sich alles. Sie haben einen Traum, Sie haben eine Zukunft, Sie haben eine Aufgabe, zu der Gott Sie berufen hat. Und hier ist die wichtigste Fähigkeit, die Sie laut Bibel in Ihrem Leben entwickeln können. Das ist die wichtigste Sache, die Sie tun können, um Ihr Leben komplett umzukrempeln. Das ist das Wichtigste, was Sie tun können, um Ihr Leben für erhörte Gebete, für Wunder und für Fülle zu öffnen. Lernen Sie, Menschen zu lieben. Das ist nicht die Antwort, die Sie von mir erwartet hätten, oder? Jesus sagt uns im Johannesevangelium Kapitel 15, wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Und so lautet mein Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Haben Sie das verstanden? Hören Sie, was Jesus sagt. Wenn ihr euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott alles erbitten, was ihr wollt, und ihr werdet es erhalten. Das ist es, was ich euch sage. Liebt einander. Und das allein ist es nicht, so wie ich euch geliebt habe. Sie sagen vielleicht, oh, ich liebe ja die Menschen, aber lieben Sie die Menschen so, wie Jesus sie liebt? Ich möchte Sie fragen, lieben Sie Ihren Chef so, wie Jesus sie liebt? Lieben Sie Ihre Kollegen so, wie Jesus sie liebt? Lieben Sie Ihren Ehepartner so, wie Jesus? Lieben Sie Ihre Feinde so, wie Jesus sie liebt? Lieben Sie Ihre politischen Konkurrenten und Rivalen so, wie Jesus sie liebt? Lieben Sie nervige Menschen so, wie Jesus sie liebt? Vielleicht sagen Sie, naja, nicht mittwochs. Mittwochs ist hart. Sehen Sie, Freunde, das ist eine Fähigkeit. Wir lieben die Menschen nicht, indem wir uns einfach mehr anstrengen. Liebe entsteht durch ein brandneues Herz. Und ein brandneues Herz entsteht durch die Taufe des Geistes. Ein brandneues Herz entsteht durch Training. Ein brandneues Herz entsteht, wenn man ein Jünger ist. Menschen zu lieben ist also eine Fähigkeit. Es ist etwas, das man lernen kann. Im wahrsten Sinne des Wortes, man kann es googeln. Es ist etwas, in dem man besser werden kann. Ich möchte Ihnen sagen, dass das auf jeden Bereich des Lebens zutrifft. Ein Leiter, der sein Team liebt, kann das Team um alles bitten und es wird es für ihn tun. Ist das nicht wahr? Das gilt auch für das Militär, nicht wahr? Eine Firma, die ihre Kunden liebt und sie bittet, eine Bewertung im Netz zu hinterlassen, deren Kunden werden das tun. Bürger, die ihr Land lieben, Lehrer, die ihre Schüler lieben. Lehrer, die ihre Schüler lieben, können die meisten ihrer Schüler um etwas bitten und sie werden es tun.
Wenn wir lernen, Menschen zu lieben, öffnen wir unsere Welt für die Fülle. So ist das einfach. Zum Schluss möchte ich noch Folgendes sagen. Vor kurzem war ich in einer Kirche und der Pastor sagte ungefähr 15 Mal, ich komme jetzt zum Ende. Sie können sich bei mir sicher sein, ich sage nur einmal, dass ich zum Ende komme. Ich werde in 3 Minuten und 22 Sekunden fertig sein. Sie können Folgendes jeden Tag tun und das wird Sie dem überdurchschnittlichen Leben, dem wunderbaren Leben, zu dem Gott Sie berufen hat, einen Schritt näher bringen. Jesus gibt uns eine Formel. Hier ist etwas, das Sie jeden Tag tun können. Sagen Sie Folgendes zu sich selbst. Bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Wenn Sie diesen Bibelvers auswendig lernen, wird sich Ihr Leben verändern, wenn Sie einfach tun, was dort steht. Erstens bitten. Bitten. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Haven wollte ein bestimmtes Geschenk von, ich kann nicht laut sagen, was es ist, aber von einem Kollegen von mir, das Tausende von Dollar wert war. Sie ging hin und sagte, Herr Pastor, in der Bibel steht, dass ich nicht habe, weil ich nicht bitte. Ich bitte Sie um das Geschenk hier. Und er hat es ihr geschenkt. Warum? Weil sie Chutzpah hatte, wie man auf Jiddisch sagt. Sie hatte die Frechheit zu fragen. Haben Sie gefragt? Haben Sie Ihren Mann gefragt? Haben Sie Ihre Frau gefragt? Haben Sie Ihren Chef gefragt? Ihren Nachbarn? Und vor allem, haben Sie Gott gefragt? Erstaunlich, wie oft wir im Leben etwas wollen oder brauchen, aber nie beten wir darum. Wir sprechen es nie laut aus. Gott, ich will diese Sache. Gott, ich brauche diese Sache. Das ist es, was das Gebet bewirkt. Das Gebet zwingt Sie, Ihre Ziele und Sorgen laut auszusprechen. Gebet bestätigt Gott, dass zumindest ein kleiner Teil von Ihnen noch an ihn glaubt. Wenn Sie Gott um nichts bitten, glauben Sie wahrscheinlich nicht so sehr daran, dass er wirklich etwas in Ihrem Leben tun wird. Bitten Sie ihn. Aber bitten Sie nicht nur. Bitten und was dann? Bittet und ihr werdet empfangen. Und dann? Herumsitzen und es dann bekommen? Viel nachdenken und es wird kommen? Nein! Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Ich möchte Sie fragen, wie viel Zeit verwenden Sie jeden Tag darauf, nach Möglichkeiten zu suchen? Wie viel Zeit? Wenn Sie Gott um etwas gebeten haben, dann halten Sie Ausschau. Wenn Sie Gott um etwas gebeten haben, machen Sie sich auf die Suche. Gehen Sie und finden Sie die Zeichen, finden Sie das Wissen, finden Sie die Daten, finden Sie die Personen. Finden Sie die Tür, finden Sie, was Sie suchen. Nehmen Sie sich jeden Tag ein wenig Zeit, um das zu suchen, wofür Sie gebetet haben. Wenn wir beten, hören die meisten von uns auf zu suchen. Wir denken dann, okay, Gott ist untreu, ich habe ja gebetet, aber nichts ist passiert. Man muss bitten. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Und was dann? Und was dann? Anklopfen. Anklopfen. Etwas tun. Handeln. Man hat nach einer Tür gefragt. Man hat nach einer Tür gesucht. Man hat die Tür entdeckt und dann ist man weggegangen. Man hat nach einer Tür gesucht, hat die Tür gefunden, aber man hat dann nicht geklopft. Geklopft! Klopfen Sie an die Tür! Tok, tok, tok! Man sagt sich, ich habe ja angeklopft, aber niemand hat geantwortet. Wissen Sie, was Jesus sagt? Wenn man anklopft und niemand antwortet, soll man weiter anklopfen. Selbst wenn Sie an die Tür eines bösen Menschen klopfen, wird er nur, weil er weiter schlafen will, aufstehen und die Tür öffnen. Das sagt Jesus. Er sagt, wenn man um 3 Uhr morgens bei einem ungerechten Richter anklopft, wird er einem geben, was man will. Klopfen Sie an. Wenn Sie an genug Türen klopfen, wird sich irgendwann eine öffnen, liebe Freunde. Das ist es, was Sie tun sollen. Bitten, ich werde Gott bitten. Suchen, suchen Sie danach. Klopfen Sie an und die Tür wird sich öffnen. Werfen Sie Ihr wunderbares Morgen nicht für ein durchschnittliches Heute weg. Vater, wir danken dir. Wir lieben dich, wir sind dankbar, dass wir uns heute treffen konnten, dass alle Menschen von dir geliebt und wertgeschätzt werden. Allen Menschen ist eine Vision gegeben worden. Die meisten Menschen werden sie vernachlässigen. Aber wir nicht, Herr. Heute bitten wir, heute suchen wir, heute klopfen wir an. In Jesu Namen. Amen. Liebe Freundin, lieber Freund, ich freue mich sehr, dass Sie heute mit uns Gottesdienst gefeiert haben. Es ist schön, dass Sie ein Teil von Hour of Power sind. Denn Hour of Power ermutigt, verbindet und berührt. Unser Wunsch ist es, dass Ihr Glaube und Ihre Liebe zu Gott gestärkt werden, in guten wie in schlechten Zeiten.
Schön, dass Sie dabei waren und wir gemeinsam neue Hoffnung bekommen und bei Gott auftanken können. Bobby Schuller hat heute über das Thema Wirf dein Morgen nicht weg gesprochen. Viele von uns haben eine großartige Zukunft vor sich, bleiben aber lieber in ihrem durchschnittlichen Alltag. Gott hat einen Traum in unser Herz gepflanzt, aber wir müssen einen Preis dafür bezahlen. Wir müssen bereit sein, uns persönlich zu verändern, besser zu werden. Trifft dies vielleicht aktuell auf Sie zu und Sie haben noch Fragen zu diesem Thema oder brauchen einen Rat? Melden Sie sich bei uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.